Hallo, ich bin Frederik Ehmke. Willkommen auf drumsolos.tv. Viel Spaß! So, wir sind hier mit Frederik Ehmke. Ja, hallo. Von Blind Guardian bei den Rockshop Trommeltagen. Frederik, die erste Frage, die ich dir gern stellen würde, ist: Welche Projekte gab es für dich so in der letzten Zeit, spieltechnisch, CDs, tourmäßig? Was steht an? Was gab es in letzter Zeit? Aha, okay, also wir hatten ja, oh Gott, wann war das denn genau? Letztes Jahr eine CD veröffentlicht mit Blind Guardian und haben im Rahmen dessen natürlich eine ausgedehnte Welttournee gemacht, sprich Europa, Nordamerika, war letztes Jahr alles noch dran. Dieses Jahr haben wir dann irgendwie so den Rest der Welt noch besucht. Wir kommen jetzt mehr oder weniger gerade aus Australien und Südamerika. Das war nochmal ein ganz großer Block dieses Jahr gewesen. Und ja, haben auch parallel dazu noch fleißig im Studio gearbeitet an einer Best-of-CD, die nächstes Jahr im Januar erscheinen wird. Ja, da wird es auch wieder ein paar, ja, ein Abriss über die Blind Guardian-Historie natürlich geben. Und ein paar Songs wurden da auch neu für aufgenommen von den klassischen Songs, logischerweise. Das hört sich ja wunderbar an. Wie hat denn das für dich überhaupt alles angefangen mit dem Schlagzeugspielen? Erzähl mal von Anfang an. Von Anfang an, ja, das ist die Frage, wo es losgeht. Also ich habe irgendwann, habe ich beim, naja, Karton aufräumen im Keller eine Kassette in der Hand gehabt, wo drauf stand irgendwie Frederik 84 oder so irgendwas. Oder noch früher, nee, es muss noch früher gewesen sein. Ja, auf jeden Fall relativ klein. Ich bin 78 geboren, also kann man ja kurz nachrechnen. Ich muss so 4, 5 Jahre alt gewesen sein. Und da habe ich dann auch mich aufgenommen, wie ich an irgendwelchen selbstgebauten Schlagzeugen getrommelt habe. Und ja, also auf Waschmitteltrommeln irgendwie da. Habe mir sogar eine Snare gebaut aus einem alten Glockenspiel und darüber so eine Plastiktrommel. Also ich war da schon recht kreativ, sage ich mal, und war sehr affin. Hatte aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht drüber nachgedacht, oh, das könnte man ja auch lernen. Ich wollte eigentlich immer Tuba spielen als Kind. Okay. Und da hat meine Mutter gesagt, ich soll doch bitte erstmal Blockflöte lernen. Das müssten alle Tubisten erstmal, müssten ja Blockflöte lernen. Und dann, aber spätestens als ich dann in die 5. Klasse kam, dann wusste ich unbedingt, weil ich dann auf eine neue Schule kam, habe ich dann die Schulbig Band gesehen und dann war mir klar, dass ich da eigentlich hin möchte, um Schlagzeug zu spielen. Da war ich, keine Ahnung, 8 Jahre, nee, komm nicht hin, 10 Jahre. So aus um den Dreh habe ich halt angefangen in der Schulbig Band, erst als Percussionist und dann später habe ich dann einfach den Schlagzeuger ausgestochen, würde ich mal so sagen. Der kam dann irgendwann nicht und da konnte ich auswendig den ganzen Kram, den der sonst mit Noten spielt, nur vom Zugucken. Und das fanden die alle so toll, dass der andere gar nicht mehr kommen brauchte. Naja, seitdem. Ja, und ich habe dann auch angefangen, Unterricht zu nehmen zu der Zeit. Also das war alles mit 10 Jahren, habe ich eigentlich dann professionellen Unterricht genommen. Und seitdem, bis ich das Studium fertig hatte, war ich sozusagen am Lernen. Ich habe in Frankfurt an der FMW studiert und das ist ja eine Jazzschule in erster Linie, die natürlich auch Popularmusik mitmacht, aber schon einen Fokus auf Jazz hat. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, ich mache das vielleicht so als Trittbrett, um dann vielleicht auf eine, ich sage jetzt mal, richtige Hochschule noch zu gehen. Und da hat es mir aber eigentlich so gut gefallen von dem Konzept her, mit diesem, gibt es irgendwie 2-wöchigen Unterricht, weil man dann eben sehr viel Zeit hat, auch wirklich zu üben und noch seine ganzen anderen Projekte zu machen. Ich kenne das noch von Leuten, die auf der Hochschule waren, die dann sich darüber beschwert haben, dass sie eigentlich für gar nichts mehr Zeit haben und einen Stundenplan bis, keine Ahnung, sonst wohin und Termine ohne Ende. Und also das fand ich sehr angenehm und ja, bin dann halt da auch dann geblieben und habe da auch dann meinen Abschluss gemacht. Okay. Spielst du lieber live oder lieber im Studio? Gibt es da für dich Präferenzen oder sagst du, das ist beides toll? Es ist auf jeden Fall beides toll.
Aber ich finde, live ist eigentlich schon noch mehr, also noch spaßiger auf jeden Fall. Du hast die direkte Resonanz von den Fans. Die sind jetzt, da sind wir echt gesegnet. Also bei unseren Konzerten geht es halt echt immer rund. Also da habe ich auch echt noch keine Ausnahme erlebt, muss ich da leider sagen. Also das ist echt, man freut sich richtig auf die Shows, weil da halt echt immer eine gute Stimmung ist. Alle singen mit, alle freuen sich, dass es da dass es eine Show gibt. Und ja, und im Studio ist natürlich sehr viel Arbeit. Ja, da muss man dann, also wir sind da sehr pingelig allesamt mit uns selber. Und da muss es halt wirklich perfekt sein. Da reichen halt auch keine 95%, da müssen es halt 100% sein. Und es ist auch dann kaum was editiert im Endeffekt, weil das eigentlich schon mehr oder weniger, also das ist halt die Philosophie von unserem Produzenten, dem Charlie, dass der halt sagt, irgendwie, es muss halt schon eigentlich geil klingen, bevor man da irgendwie anfängt, irgendwas hinzuziehen oder so. Deswegen, ja. Für dich oder gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist mein Drum Hero, und wenn ja, wer war denn das? Schwierige Frage. Den gab es eigentlich so nicht, den einen und einzigen. Ich habe lange Zeit natürlich das sehr bewundert, wo jetzt die Images and Words rauskamen, den Mike Portnoy. Da habe ich so ein bisschen Dream Theater kennengelernt und fand das natürlich sehr interessant, was da so passiert. Und da ich ja auch sehr ich sag mal, kopfmäßig an Musik rangehe. Intellektuell hat mich das natürlich auch sehr gereizt, was die da so gespielt haben. Und was ich aber auch sehr cool finde, ist jetzt, was Terry Bozzio im Bereich Solo-Drumming macht. Ich habe ja heute mein Solo, was ich angeboten habe, ist ja sehr inspiriert auf dem Konzept von Terry Bozzio mit einem durchlaufenden Fußostinato und darüber dann irgendwelche Improvisationen und ja, Melodien eigentlich, die man da fast schon drüber spielt. Und ja, das hat mich damals auch sehr beeindruckt, ja, dieses Solo-Drumming-Konzept, was er halt dann angeboten hat. Ja. Zurück zu den Meinl Simmons. Welche spielst du da? Warum? Sehr geil finde ich die MB20. Die habe ich hauptsächlich jetzt bei Blind Guardian, weil die einfach sehr gut mit den Toms harmonieren oder mit dem kompletten Drums harmonieren, und die funktionieren sehr gut einfach mit dem Blind Guardian Sound. Wir haben im Studio ganz viele andere Modelle auch noch getestet, wir haben die Byzanz-Serie getestet, die mir persönlich im Raum auch sehr gut gefällt, aber die war dann einfach im Studio, war die ein bisschen zu fein. Ja, und das MB20, die haben halt so einen richtig schönen, rauen oder es klingt rougher alles, ja, ein bisschen gewaltiger. So, und die sind auch immer, also höre ich mal von den Technikern, die sind immer sehr laut, aber das ist ja auch nicht unbedingt so schlimm für Metal. Ja? Aber ansonsten, genau, privat habe ich eigentlich einen guten Mix aus MB20, die habe ich so auf den bisschen lauteren Positionen vorne, und die Byzanz habe ich so als, ja, wenn es nicht ganz so laut sein muss. Also man übt ja nicht immer nur den ganzen Tag Metal, also deswegen gibt es dann auch durchaus mal andere Setups, die man dann fährt. Dann habe ich noch die so als Effektbecken des Generation X Electro-Stack. Finde ich sehr interessant, die Idee, das schon gleich als fertigen Stack anzubieten. Und ja, ansonsten, genau, was ganz wichtig ist, mein absolutes Lieblingsbecken ist das China, das Rock China von der MB20-Serie. Okay. Das ist so 20 Zoll, 18 Zoll, sind beide geil, aber 20 ist natürlich noch ein Tucken schöner, alles noch ein bisschen entspannter so als. Ja. Okay. Als letzte Frage, welchen Tipp würdest du unseren Zuschauern geben als Schlagzeuger? Ja, der Tipp. Versucht euch nicht zu limitieren auf eine bestimmte Stilrichtung, weil, wie gesagt, Jazz kann auch was sehr Schönes haben, wenn man den Spaß daran entdeckt. Ja, schaut über den Tellerrand, versucht euch überall Inspiration zu holen, wo es nur geht. Hört euch andere Trommler an, versucht das zu transkribieren, was die gespielt haben, und eignet euch sozusagen das Repertoire mit an. Das ist so
denke ich, so der praktischste Ansatz, den man haben kann ans Trommeln. Einfach sich anschauen, was machen andere, wie kann ich da hinkommen und ja, natürlich fleißig weiter üben. Dann vielen Dank, Frederik Ehmke. Ja, sehr gerne. Eine schöne Zeit hier bei den Trommeltagen. Werde ich haben. Dankeschön. Tschüss.